Ich denke, ihr kennt das große Problem, besonders beim Golf 7, jetzt hier beim 2015er Baujahr, beim GTI, aber auch bei vielen anderen VW-Fahrzeugen, dass die Gummidichtungen, besonders um die Fenster rum, immer matt sein, sind und immer nicht so gut zu pflegen sind. Ja? Viele Kunststoffpflegen verbleichen hier sehr stark bzw. halten nicht lange. Ich zeige euch heute eine Lösung, die etwas länger hält. Was sich VW dabei gedacht hat, weiß ich auch nicht, aber besonders auch in den neueren Modellen gibt es das immer wieder und besonders auch solche problematischen Stellen nach dem Waschen oder generell durch die normalen Wettereinflüsse macht das Gesamtbild einfach, finde ich, ein bisschen kaputt. Jetzt gab es natürlich öfter schon Sachen, hey, was können wir damit pflegen? Ich habe schon vorher noch mal ein Video gedreht über das Gion Presurf. Das war aber nicht so beständig jetzt für den Außenbereich. Jetzt haben wir ein neues Produkt und zwar, wie es ihr wahrscheinlich schon wisst, Dope Fibers Shiny Tire Gel. Das Shiny Tire Gel ist im Endeffekt eigentlich ein Reifengel, also ein Polymer Tire Dressing. Hat dadurch eine sehr hohe Standzeit und ihr könnt noch mal hier sehen, ich habe es im 50-50-Vergleich aufgetragen. Hier ist so gesehen der vorherige Zustand und hier ist das Ganze mit dem Shiny Tire Gel. Es ist auch wirklich vollständig rückstandslos auf der Oberfläche. Ihr könnt auch mit dem Dings rübergehen. Das ist jetzt Klopapier. Hier ist nichts auf der Oberfläche über. Ja, es färbt auch nichts ab. Zusätzlich ist es eben auch noch vollständig wasserfest und es ist wirklich sehr schwer, dieses Tire Dressing durch diese Versiegelungsanteile wieder von dem Gummi abzubekommen. Das betrifft nicht nur Gummileisten, jetzt hier bei den Fensterleisten, es betrifft natürlich auch die Reifenflanke und Kunststoffbauteile generell im Außenbereich oder im Motorraum. Zur Anwendung benötigt ihr das Dope Fibers Shiny Tire Gel und die BRU 23 von Welle Pro. Das ist somit die beste Kombination, finde ich persönlich, weil mit diesen Schwammpinseln kommt man nicht nur gut bei Golf 7 normal in die Wabenkühlergrill oder sonstige Kunststoffapplikationen im Außenbereich, sondern man bekommt, also kommt auch sehr gut in diese Ecken und Ritzen hier rein. So wie zum Beispiel hier diese kleine Sicke, die ist auch wirklich schwer zu applizieren. Das geht auch mit einem zugeschnittenen Schwamm. Ich denke aber, die BRU 23 sind damit das Beste. Ihr appliziert dabei einfach ein wenig Shiny Tire Gel auf den Pinsel und verteilt dann das Ganze gleichmäßig, relativ gleichmäßig auf der Gummioberfläche und nehmt dann ein altes Mikrofasertuch und tragt das Ganze einfach nochmal ab. Ihr werdet sehen, am Ende habt ihr keinen Überschuss, weil diese Reifenpflege zieht wirklich vollständig in Kunststoffe oder Gummis im Außenbereich ein und kann dabei nicht mehr abregnen, also durch Regen oder sowas, so gesehen runterlaufen oder durch starke Reiniger oder durch milde Reiniger sich wieder lösen. Wenn ihr das Ganze abhaben wollt, dann müsst ihr natürlich mit speziellen Sachen wie Greenstar oder sowas wieder drauf und das Ganze eben abwaschen. Das ist möglich. Wenn ihr dabei mit dem Schwamm in irgendeiner Ecke oder auf die Scheibe oder auf dem Lack gekommen seid, das ist nicht schlimm. Ich zeige euch das einmal ganz kurz. Ich gehe da einmal so drüber. Wir haben jetzt so gesehen auf der Scheibe oder von meinetwegen auch auf der Seite. Kai, ich denke mal, hier kann man das besser sehen. Auf der Seite haben wir so gesehen jetzt ein bisschen rumgeschmattert. Ja, ist nicht so schön. Sieht man auch sofort auf der Scheibe, auf dem Lack natürlich auch. Da geht ihr dann einfach ganz normal mit einem alten Mikrofasertuch rüber und versucht dann eben diesen Überschuss vollständig abzutragen. Falls das noch nicht helfen sollte, könnt ihr natürlich auch einen Entfetter nehmen. Dope Fibers High Degreaser, Gion Prep oder viele andere Sachen, IPA Wassermischung und könnt das eben ganz normal von den Scheiben oder vom Lack wieder lösen. Ich denke, das zeigt, dass das Shiny Tire Gel von Dope Fibers nicht nur für den Reifen wirksam ist, sondern auch für Fensterdichtungen oder generell Kunststoffe im Außenbereich oder natürlich auch Kunststoffapplikationen wie im Motorraum zum Beispiel. Ne? Also das ist ein cooles Produkt auf jeden Fall und hält dementsprechend auch lange. Das können nicht alle Reifendressings, muss ich auch gleich dazu sagen. Im nächsten Video seht ihr unseren neuen Nano Glaze Cleaner. Neu? Ja, wieso neu? Ja, wir haben nochmal die Rezeptur ein wenig verfeinert, haben einen neuen Versiegelungsstoff
hinzugefügt, der sofort aushärtet, weil das war ja immer das Problem. Viele hatten ein Problem mit der Aushärtezeit, das heißt diese Stunde warten. Jetzt haben wir einen Versiegelungsstoff, der ist sofort drauf, hat einen höheren Tropfenwinkel und perlt wirklich sehr stark ab. Mehr seht ihr natürlich im nächsten Video. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß, genießt das Wetter. Ciao.